Frau Krömer, Sie begleiten die Klimaklage sozusagen auf der juristischen Seite. Eine Klage in dem Sinn ist es nicht, es ist etwas anderes. Wie ist denn die nüchterne juristische Beschreibung dessen, was Sie vorhaben? Ein Individualantrag. Und wie sehen Sie die Erfolgschance und vor allem, wie funktioniert das genau? Das sind zwei Fragen. Die erste Frage, die Erfolgschancen, kann ich als Juristin nicht bewerten. Das wäre unprofessionell in meinem Beruf, deswegen werde ich das nicht tun. Die zweite Frage, wie schaut das aus? Ich bringe einfach einen Schriftsatz ein, beziehungsweise in dem Fall mehrere. Jeder Schriftsatz wird um die 150 Seiten haben und da wird genau ausgeführt, warum wir der Meinung sind, dass diese Gesetze klimaschädlich sind und warum wir der Meinung sind, dass sie genau deswegen aufgehoben werden sollen. Es geht dabei, das haben Sie an sich in der Pressekonferenz schon erwähnt, nicht um Geld, Schadenersatz oder gar sonstige Strafen, es geht um die Aufhebung der Gesetze. Aufhebung von Gesetzesbestimmungen, das können auch einzelne Teile eines Gesetzes sein, beziehungsweise sind sie das in den meisten Fall, oder Verordnungen. Und abschließend noch eine Frage, die Wirkung dessen, wenn man da Erfolg hat, die stellt sich sofort ein, oder? Stellt sich meistens sofort ein, außer es wird eine Reparaturfrist aufgegeben, dass man sagt, gut, ihr müsst es ein bisschen richten, dann habt ihr ein bisschen Zeit. Herr Egitt, Klimaklage, das klingt nach einer hervorragenden Headline, vor allem in Wahlkampfzeiten. Das hat damit aber nichts zu tun und das ist mehr als nur eine Publicity-Story, oder? Ja, wir werden ganz konkret gegen klimaschädliche Gesetze klagen und wir versuchen, klimataugliche Gesetze durchzusetzen. Die Gesetze werden bekämpft von uns mit Ende des Jahres, das heißt deutlich auch nach der Wahl. Und wir werden versuchen, damit erfolgreich zu sein. Die Grundlage dessen ist unter anderem auch die Menschenrechtskonvention, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, es gibt den Artikel 8 der Menschenrechtskonvention, wo es darum geht, dass es ein Recht auf Unversehrtheit gibt, ein Recht auf Leben geht. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für unsere Klage. Wir wollen das für alle Österreicherinnen und Österreicher durchsetzen. Ist dieser Weg, Gesetze so zu bekämpfen, für Sie alternativlos? Wir sind an vielen Fronten tätig, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Wir machen sehr viele Vorschläge, wir machen sehr viel Druck auch über viele Menschen, die uns unterstützen. Aber die gesetzlichen Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten sind ein weiterer wichtiger Weg, um unsere Ziele zu erreichen. Sind Sie eigentlich regelmäßig noch schockiert, wenn man das Gefühl hat oder tatsächlich auch draufkommt, dass für viele Menschen Klimawandel auch in der Politik eine Meinung ist und keine Tatsache? Ja, aber ich muss sagen, dass sich die Haltung der Österreicherinnen und Österreicher in Summe, aber auch in der Politik doch in den letzten Jahren stark verändert hat. Ich habe den Eindruck, dass Klimawandel, Klimakrise mittlerweile auch ein Wahlmotiv ist und ich glaube, dass auch die Politik bereits darauf reagiert. Im Moment sehr viel Rhetorik, sehr wenig ganz konkrete Handlungen, aber das wird besser werden. Trotzdem gibt es ganz konkrete Dinge. Sie haben das Tempo 140 erwähnt, das ja ganz eindeutig und völlig unstrittig den CO2-Ausstoß erhöht. Sind Sie schockiert oder überrascht, dass so etwas dann trotzdem beschlossen und gestartet wird? Ja, das Tempo 140 ist insofern ein sehr gutes Beispiel für eine Klage, die wir eben einreichen, weil ja mit dem Tempo 140 hier ca. 3,5% Erhöhung ist bei der CO2-Emission. Und wenn man das auf Österreich hochrechnen würde, dann wäre man in einem Ausmaß von 50.000 PKWs zusätzlich. Das ist so, wie wenn man alle gemeldeten Autos in Innsbruck zusätzlich in den Verkehr bringt. Und das quasi als sinnvolle Maßnahme zu verkaufen in der Politik, das ist natürlich inakzeptabel und deswegen werden wir dagegen vorgehen. Eine abschließende Frage noch, wenn jetzt unter anderem von Greenpeace der Kampf gegen den Klimawandel nicht scheitert, was ist die Konsequenz? Wird es dann ein bisschen ungemütlich für die Menschen oder wird das tatsächlich lebensgefährlich? Also wir haben ja in verschiedenen Ländern auf diesem Planeten unterschiedliche Auswirkungen. Wir sehen ja jetzt bereits in Afrika zum Beispiel in der Sahelzone und in anderen extremeren Gebieten auf diesem Planeten sehr, sehr heftige Auswirkungen, in anderen weniger. Die beunruhigende Nachricht, die ich habe, ist, in Österreich werden wir von dem Klimawandel, von der Klimakrise wesentlich stärker betroffen sein als viele andere Länder. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir in Österreich zum Beispiel, was unsere Wasserversorgung, damit auch ein Großteil unserer Stromversorgung betrifft, stark von Gletschern abhängig sind. Das heißt, die Erderwärmung hat für Österreich und für die Menschen, die in Österreich leben, wesentlich dramatischere Konsequenzen als für viele andere Menschen in Europa. Und mittelfristig kann sogar das Überleben in Gefahr geraten. Naja, Sie haben eine hohe zusätzliche Zahl von Hitzetoten, Sie haben Überschwemmungskatastrophen, Sie haben eine ganze Reihe von auch gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit Allergien, Asthma zum Beispiel. Das heißt, das sind ganz konkrete, auch lebensbedrohliche Situationen, die wir verstärkt hineinkommen werden.
Frau Lohner, die Klimaklage, die wird konkret, Sie schließen sich dem an. Sie haben in der Pressekonferenz erwähnt, was Sie schon gesehen haben in anderen Ländern, die schon viel heftiger betroffen sind. Vielleicht noch einmal kurz, was sind denn dort die Konsequenzen, die vielleicht bei uns gar nicht so auffallen? Naja, was sollen die ärmsten Menschen in den Armutsgebieten der Welt machen? Die sind am meisten betroffen von der Klimakrise. Die und die Behinderten, wenn ihr Land kaputt ist, wenn es überschwemmt ist oder wenn eine Dürre ist oder eine Hitze oder ein Zyklon wie in Mosambik, der Beira mal flachlegt oder Busi, was unterm Wasser verschwindet, was sollen die machen? Nichts können sie machen. Die können nicht so wie wir, wenn es ein bisschen heiß ist, bleibt man halt drin oder man hat eine Klimaanlage. Oder wenn ein Bauer vor seinem Feld steht, ist es tragisch genug, wenn die Ernte kaputt ist, aber er hofft dann halt auf die nächste. Die können gar nichts. Also da tut es wirklich weh. Und hier tut es ja noch nicht so weh. Erst wenn es wirklich weh tut, wird man vielleicht, wenn auch die Masse einmal vielleicht aufwachen. Das heißt, was bei uns jetzt dank Greenpeace beginnt, eine juristische Frage zu sein, ist in anderen Gegenden der Welt, wo viele, viele Menschen leben, tatsächlich schon eine Frage ums nackte Überleben? Ja, es ist eindeutig die Frage ums nackte Überleben. Und darum braucht man sich auch nicht wundern, wenn solche Menschen dann sich auf den Weg machen und irgendwo hingehen, wo sie irgendeine Lebensgrundlage haben. Das habe ich überhaupt noch nie kapiert, dass man da nicht einmal nachdenkt. Es gibt immer die und die. Und wir haben genauso alle Facetten, wie ein Mensch sich benehmen kann, wie auf der ganzen Welt. Also das muss man schon ein bisschen differenzieren. Und es ist vor allem die Kinder, nicht? Die Kinder sterben, die verhungern, die haben den grauen Star, die werden blind. Ich meine, die Kinder sind die Zukunft der Erde, wobei der Erde wurscht ist, was wir machen. Weil wenn wir weg sind, wird sie sich freuen und aufatmen und sich denken, jetzt sind die Schädlinge endlich weg, nicht? Und genau, diese Kinder sind die, die in ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Frage stellen werden, was haben wir denn gemacht, oder? Ja, die werden die Frage stellen, wir werden nicht mehr da sein, aber wir sind die Schuldigen. Wir haben ihnen diesen Misthaufen hinterlassen. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung, weil die Kinder haben ein Menschenrecht und Grundrecht, genauso wie ich. Es hatte, ich bin im Krieg geboren, war nicht gewusst, was auf mich zukommt. Aber hier könnte man ja schon ahnen, was auf die Kinder zukommt. Also muss man was machen. Haben Sie Hoffnung, dass etwas passiert? Zum Beispiel auch, dass man sich solidarisiert und das berühmte Fluchtursachenbekämpfen zum Beispiel dazu führt, den Klimawandel zu bekämpfen, der ja eine der Hauptursachen ist? Sagen Sie nicht Klimawandel, es ist eine Klimakrise. Wandel ist ja was Gutes, nicht im Wandel der Zeiten ist ja okay. Nein, es ist eine echte Krise. Und natürlich habe ich Hoffnung, sonst würde ich ja gar nicht dastehen, sonst würde ich zu Hause bleiben und denken, ja, Hauptsache mir ist gut und die anderen sind mir wurscht. Das ist ja leider auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass die Menschen nicht über den Tellerrand schauen, nicht? Und sie denken, nein, ich habe alles und ich habe mein Gartel und mein Hausel und mir geht's gut und ich habe das Essen und mein Hunderl und ich. Das ist falsch. Wir leben nicht allein auf dieser Welt. Keiner lebt allein auf dieser Welt. Wir sind eine große Community und das sollte man schon ein bisschen an die anderen denken. Also ich tue es so gut ich kann, ich bin ja schon eine alte Hexe und das werde ich so lange machen, solange das für mich möglich ist.